Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. Im letzten Part haben wir, ja, die Kraft der Götter erhalten. Und wollen uns jetzt letztendlich mit Weimar anlegen. Und wir haben tatsächlich hier einen Granner selber bekommen. 150 Angriff und SP kommen so runter. Das ist nicht cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, wunderbar. Ein sehr schönes Item. So. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Das ist eigentlich gerade nur die Frage. Da in den Lichtkegel vermute ich mal. Das Schwert hat mich hierher gebracht. Es ist Zeit, dass wir mal eine Audienz mit Weimar haben. Sind wir jetzt fertig? Ja, wir sind fertig. Auf geht's! Insolenz, Unfug. Die Kraft des menschlichen Herzens ist wahr. Ich schwug auf eure Stärke, also irgendwie im Fiebel. Keine Ahnung. Kommt schon. Und lasst mich eure Kraft von eurem Gott testen. Schon ziemlich cool, die Kraft der Menschen. Gegen die Kraft der Götter. Okay. Müssen wir jetzt gegen den Drachen kämpfen? Nein, wir sind in dem drin. Gut. Neu-Weimar. Ich komme auch nicht mehr zurück. Alles klar. Das heißt, wenn ich speichere, besser auf einem anderen Speicherpunkt. Falls da nämlich doch irgendwas ist, was ich noch machen möchte oder keine Ahnung. So, auf geht's. Ein paar komische Bäume mit 2000 Punkten. Sollte machbar sein. So, Rome, bitte eine Burnflame. Now burn to a crisp. Oh, das macht etwas zu wenig Schaden als erhofft, deswegen mache ich jetzt einfach einen Sky Dragon Slash. Der Speicherpunkt ist ja noch gleich da hinten. Ich möchte jetzt nicht allzu viel Schaden nehmen. Beziehungsweise viel abkriegen und den Kampf in die Länge strecken. Deswegen, tschüss. What? Doch, ich wollte gerade sagen, das hat gerade überhaupt nichts angezeigt, aber wir sind alle tot. Konnten nicht sehen, wie viel Schaden das war im Endeffekt. So, und Ryodo rennt jetzt wirklich mit dem Granner selber rum, das ist cool. So. Dann. Einmal kurz recovern. Und einmal mehr die Frage, links oder rechts. Gehen wir erstmal nach links. Okay. Eine Art Fahrstuhl. Ja, und jetzt sind wir da unten drunter. Das ist interessant. Da liegt auf jeden Fall schon mal Geld. Okay, und da werden wir nicht weitergekommen. Also alles ist richtig gemacht. Dann geht's weiter. Hört auch mal schön den Herzschlag. So, dort ein paar Viecher rum. Ich selber komme aber noch nicht runter.
Ja, dann wahrscheinlich hier dann. Ja. Gut. Auf zu den Monstern. Ist echt wie bei Gaia. Am Ende ist man dann in dem Vieh drin. Voll nachgeahmt. Naja. So. Wir haben die Initiative. Werden diese auch gleich mal nutzen. Oh Mann, einfach mal sind alle. Dann klopft mal drauf. Thunderbolt! Strike! Zap, zap. Boom. Ah, irgendwie macht Magie nicht so viel Schaden, als Gefühl. Oder es war halt wieder die falsche Magie gegen die. Kann natürlich auch sein. Gegen euch mal noch die Burn Flame. Rise, O Flame! Ja, Burn Flame macht schon mehr Schaden. Okay. War das der Angriff, der paralysieren kann? Ne, sie sinkt meinen Angriff. Und du hast noch fast nichts mehr übrig. Wunderbar. So. Und den Rest macht Priolo. Perfekt. Denn. So, euch nehmen wir natürlich auch mit. Wir haben die Initiative. Einmal mehr. So. Priolo. Lass einmal die da kloppen. Dann du einmal durch sie durchmähen darfst. Na, leider nur die drei erwischt. Trotzdem gut. Ja. Leider nicht ihn angegriffen, aber es geht schon. So, und damit kriege ich beide. Zack, zack, weg. Wunderbar. You picked on the wrong people. So. Okay. So, wie komme ich jetzt da hoch? Okay, da komme ich dann nachher wahrscheinlich wieder irgendwo anders hoch. Aber fürs Erste müssen wir erstmal weiter. So. Was machen wir mit euch? Da will ich nicht so viele. Mal ein bisschen damit rollen, die Burn Flame. Ah, du machst direkt an hinterher. Oder du machst jetzt erst, das geht auch. Weil Rowan gerade ein bisschen gestaggert wurde. Rage and Fury!
Jawohl. We won. Perfekt geklappt. Aber natürlich macht Ron um einiges weniger Schaden als Elena. Aber das ist ja normal, Elena ist ja unsere Zauberin. So. Das ist ein ganz schöner Unterschied zwischen der Kampfmusik. Der Musik hier draußen. Kommen wir jetzt bitte da in die Mitte. Schlagen kann ich das, glaube ich, nicht einfach, oder? Nee. Wäre wohl zu einfach. Okay, jetzt bin ich trotzdem hier oben. Gut. Dann wollen wir erstmal die Truhe. Scarlet Potion, Gold Feather und Loving Ribbon. Die Ribbon könnten wir vielleicht sogar gebrauchen. Schauen wir mal. Ob das hier als so Helm zählt, ja. Heilt einige HP. Das Kampf ist sehr schön. So, und da ist ein Weg. Und hier ist ebenfalls ein Weg. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. All around Seed. Das war die gute, die alles einfach mal steigert. 14 HP, MP und SP Maximum. Gehen wir jetzt mal hier. Da sie ja recht häufig auch angreift. Ah, fraglich jetzt, will ich jetzt hier rein? Ich schau mal kurz, aber ich habe gerade gesehen, dass hier wahrscheinlich gar nichts ist. Aber wir werden ja gleich sehen. Wir haben alle hier vor, Napalmflut einzusetzen. Das ist natürlich nicht so ganz gut heißer. Genau deswegen störe ich sie dabei auch. Plock. Wunderbar. Das hat doch nahezu perfekt geklappt. So, du hast noch Angriff vor, du hast Angriff vor und du hast die Nachhaltigkeit vor. Dessen stören wir dich. So, falls es nicht schafft, hilft Tio mit. Perfekt. Hauptsache, ich kriege hier nicht die ganzen Nachhaltigkeit ab. Das werde ich aber gerade gar nicht verhindern können. Also ich mach den. So, das muss nämlich jetzt einfach nur reichen. Genau. Und dann habe ich das auch verhindert. Wunderbar. So, den letzten Rest können wir einfach nur durch pure Gewalteinwirkung lösen. Also wir wirken die ganze Zeit Gewalt ein, aber ich meine jetzt einfach nur immer sinnlos draufhauen. Mit voller Wucht. So. Ja, hier war nichts. Gut, ein Kampf umsonst, das ist nicht das Problem. So. Jetzt wollen wir noch den letzten Weg durch die Mitte gehen. Denn das ist der, der noch fehlt und der uns wahrscheinlich weiterführt. So. Was ist das? Dirk? Was ist das schon wieder? Aha, Large Dagger. Wow-Effekt. Nehme ich natürlich gerne. Hi, was ist denn hier? Okay, hier sieht es aus, als müsste ich dann hier lang. Immer Magna. Ich kann mich gar nicht jetzt großartig mit euch aufhalten.
You shall be defeated. Ich mache euch einfach so ziemlich gleich fertig. Das hört sich schon nach einem Plan an. Sky Dragon Slash. Boom. Wunderbar. Oh, das Ding hat ganz schön viel AP, okay. Ein recht starker Zwischenboss, wie mir scheint. Aber immerhin, die kleinen Viecher sind schon mal weg. Der hat vor, Boom zu machen. Da hätte ich was dagegen. Perfekt. So, was hat er jetzt vor? Oh! Trotzdem Boom. Au. Der tat weh. Okay, Flying Ten taken. Sky, take flight! Here goes! Flying Tensei Ken! Was? Perfekt. So, jetzt möchte ich gleich mal einfach All-Healer machen. Light Blue. Dragon Zap. Come, Thunder, shake the heavens. Rawr. So, 3100 nochmal. Wir müssen doch noch einiges an SP einsetzen auch. The ultimate secret. True Dragon Rise. Um ihn jetzt noch möglichst schnell kalt zu kriegen. So, ich hatte noch 3900. Kein Problem. Kann man dann nämlich erstmal canceln. Dazu noch viel Schaden machen und jetzt darf Yodo sich ein bisschen ausleben. Ah, das hat nicht ganz gereicht, schade. Oh, und er will nochmal, aber wir kommen nochmal rechtzeitig. Und können nochmal canceln. Sag ja, Cancel, also hier funktioniert das ziemlich gut. Mit canceln. Aber ja. Er wäre auch besiegt. Also wir hätten ihn gecancelt, aber er ist ja auch insofern. Passt das. So, okay. Hier kommen wir zu Neuwahl Mark 2. Da wollen wir aber noch nicht hin. Beziehungsweise ja, irgendwann demnächst, aber jetzt gerade nicht. Ich würde mich gerne erstmal noch kurz umgucken. Hier steht noch ein Monster drin. Sieht das aus, wenn ich euch jetzt fertig mache. Kommen dann neue Gegner rausgespawnt oder wie oder was? Wir werden ja gleich sehen. So. Nochmal einen Schwämmer. Um alle zu erwischen. Angle 0092. Oh ja. Schwämmer macht guten Schaden. Also sind die Viecher gegen Boden schwach. Sehr gut. Okay, dann mach einfach mal so viele kaputt, wie du kannst. Im optimalen Fall 3. Nein, den einen haben sie fast einfach daneben gehauen. Kälte. Sollte aber keinen Schaden machen. Was macht das aber? Schwächt meinen Act. Okay. Damit kann ich leben. Ah, Sepp. Verdammt. Den hätte ich nicht unbedingt abkriegen wollen.
okay. War ja nicht mal so viel Schaden. Bam, bada, bam. So, dann schauen wir uns das hier noch kurz an. Okay, jetzt ist das Ding offen. Liegt da auch noch was drin? Nö. Okay. Dann gehen wir jetzt doch zu Neuweimar 2. Schauen wir mal, ob es hier einen Speicherpunkt gibt. Mal nach einem anstrengenden Kampf zu heilen. Oh nein, passiert sogar was. Oh, er fliegt da hoch. Das ist aber nicht nett. Wir sind gerade in der drin, du kannst nicht einfach wegfliegen. Oh Mann. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir an dieser Stelle weitermachen. Bis dann.